Herr Doxen am Start mit einer neuen Folge und heute 5 beste Nintendo Switch Zubehör für zu Hause. Ich habe für euch die besten Sachen wieder rausgesucht und die stelle ich euch jetzt vor. In der heutigen Folge 5 beste geht es wirklich um Zubehör für zu Hause. Und ich habe hier das erste Prachtstück. Tetra Power von Bionic und ich habe das letztes Jahr auf der Gamescom gesehen und ich fand das Zubehör so geil. Und da wir jetzt mittendrin in der 5 beste Produktion stecken, habe ich mir das extra einfliegen lassen. Finde ich richtig cool, wie immer die Links in der Beschreibung. Und Bionic setzt auf jeden Fall Wert auf Qualität, auf Design. Und ich habe die Sachen in der Vitrine gesehen und ich habe mich sofort in die Dinger verliebt. Und deswegen bin ich froh, dass ich heute die Sachen hier habe. Es wird auch noch ein zweites Produkt von dem Unternehmen geben. Es gibt noch eins, momentan aber leider nicht verfügbar. Und aus diesem Grund freue ich mich, euch das Ganze vorstellen zu können. An dieser Stelle auch natürlich ein Dank an Bionic und wie immer der iTestTalk und werbefreie Meinung. Jeder kennt die Situation, man hat vielleicht nur 2 Joy-Cons, man hat auch 4 und meistens stecken sie in der Nintendo Switch und werden da aufgeladen. Aber was machen die anderen 2? Und dann kommt vielleicht Besuch oder jemand möchte mitspielen und dann steckt man da so mit drin. Deswegen bin ich schon immer ein Freund gewesen von Ladestationen und ich habe bereits sehr viele in den Händen gehabt, aber vom Design und vom Umdenken her finde ich das bis jetzt sowohl am schönsten als auch am genialsten umgesetzt. Ich habe bereits schon einige gehabt, aber wie gesagt, das ist jetzt mein momentaner Gewinner in den letzten 12 Monaten gewesen. Gebrauchsanleitung. Das war's. Hier ist es. In einem sehr schönen Schwarz, auch glänzend und alles im Kreis. Und das Besondere hier in dieser Edition ist, wir haben hier hinten ein USB-Kabel. Wir können hier die Länge anpassen, je nachdem. Und designt ist das Ganze nämlich wie folgt. Die Nintendo Switch steht bei euch im Regal. Wir haben hier das Kabel, stecken wir rein. Und je nach Entfernung, wie wir es benötigen, stecken wir dann halt einfach die Joy-Cons rein. Und das Geile ist, die flutschen genauso schön rein, wie das einfach bei der Nintendo Switch der Fall ist. Und das Interessante ist, die Einschubfächer sind identisch zur Nintendo Switch. Wir können bis zu 4 Stück laden und das finde ich richtig cool. Wir haben keinen Zusatzschnickschnack, sondern wirklich nur das Wichtigste. Und hier oben sind die LEDs, die zeigen uns an, ob die Controller geladen sind oder ob sie sich noch im Lademodus befinden. Und ich finde, das schaut auch echt geil aus. Das ist Gadget Nummer 1. Gadget Nummer 2, der Giganet-Adapter von Bionic. Viele haben sich in letzter Zeit immer wieder beschwert, dass zum Beispiel das WLAN abbricht oder die Verbindung nicht stabil ist. Wenn man online spielt oder sich etwas runterlädt, dauert es einfach zu lang und so weiter. Bionic hat sich einfach gedacht, naja, bringen wir halt einfach den Giganet-Adapter auf den Markt. Einige Browserleitung wird mitgeliefert und dann haben wir hier den Adapter. Es ist ein USB 3.0 Adapter und der unterstützt einmal 10, 100 und 1000 Bit. Er ist hinten auch schön designt, hinten mit diesen Einkerbungen, um einfach den Lüfterstrom hinten im Gehäuse nicht zu stoppen oder halt nicht zu blockieren. Hinten aufklappen, reinschieben, das LAN-Kabel hinten reinstecken und schon haben wir eine sichere und dauerhafte Verbindung, keine Abbrüche und nichts, wie wir es halt einfach vom Rechner kennen, von der PlayStation kennen oder halt von der Xbox. Und das ist eine coole Möglichkeit für die, die oft Probleme haben oder einfach eine schnellere Verbindung haben möchten, wenn ihr sich heute Spiele runterladen oder sonstiges. Wir schauen mal, ich denke mit der Zeit sollte mal irgendwann mal Netflix, Amazon, YouTube auf der Switch zur Verfügung stehen, wird auch das zusätzlich ein Pluspunkt für dieses zweite Gadget. Das dritte Gadget ist meiner Meinung nach der Joy-Con Adapter. Um genau zu sein, die Joy-Con-Aufladehalterung. Es gibt 2 verschiedene Versionen und ich lege euch ans Herz, die Aufladehalterung zu nehmen, welche integriert einen Akku hat. Es gibt nämlich eine ohne und eine mit. Ich verlinke euch wie immer alles in der Beschreibung. Funktioniert das Ganze ganz normal. Einfach reinstecken und wir verwandeln die Joy-Cons in einen Controller. Für die, die sagen, hey cool, ich komme mit den Joy-Cons so nicht zurecht, meine Hände sind einfach ja, zu groß, das ist die eine Möglichkeit. Zudem in dieser Aufladehalterung werden sie gleichzeitig, während man spielt, auch geladen. Und das ist auch eine richtig coole Möglichkeit. Für die, die sagen, nein, ich komme überhaupt mit diesen Größen nicht klar, gibt es natürlich den
Pro Controller von Nintendo. Das ist meiner Meinung nach die Nummer 4 und diese ist sehr, sehr wichtig für viele Gamer, weil der Controller hat nicht nur das Design, ich nenne das jetzt mal eines Xbox-Controllers, sondern auch die Größe und die Form ist sehr, sehr ergonomisch. Und aus diesem Grund macht es auch viel, viel Spaß und Menschen, die halt von der PlayStation oder von der Xbox rüberwechseln, können dadurch viel angenehmer spielen. Ich habe euch den Artikel schon mal vorgestellt, ich verlinke euch nochmal die Folge und das ist für mich das Gadget Nummer 4 und ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und für die, die sagen, ich komme damit nicht klar. Ich bin einfach der Mensch, der gerne einen Xbox-Controller benutzt. Oder ich bin halt ein Mensch, der gerne einen PlayStation-Controller benutzt. Oder eventuell sogar einen Retro-Controller benutzt. Zum Beispiel einen Super Nintendo-Controller. Ohne Kabel. Diesem lege ich natürlich den 8-Bit-Do-Adapter-Dangle ans Herz. Ich habe letztens über diesen berichtet und ich bin bis heute immer noch mega begeistert. Den steckt man einfach in die Konsole rein, beziehungsweise in die Station. Und mit ein paar Klicks kann man entweder seinen Xbox-Controller, seinen PlayStation-Controller oder seinen alten Super Nintendo-Controller, naja, alt ist er natürlich jetzt nicht, das ist auch zufällig einer von 8-Bit-Do, und diesen einfach mit der Nintendo Switch verbinden und schon seid ihr im Controller-Paradies oder ihr habt einen Freund zu Besuch, der nur mit einem Controller wie von der PlayStation oder Xbox zurechtkommen kann, dann kann er auch jetzt spielen. Und das sind momentan für mich die 5 besten Zubehör-Gadgets für zu Hause. Ich werde noch eine Folge drehen, 5 beste für unterwegs. Und ich denke auch mit der Zeit, wenn neue Gadgets auf den Markt kommen, wenn geile Gadgets auf den Markt kommen, wird definitiv ein weiteres 5 beste für Nintendo Switch erscheinen. Vielleicht auch Ende des Jahres ein Top 2018. Welches Gadget nutzt ihr für eure Nintendo Switch? Nutzt jetzt das Kommentarfeld, postet eure Meinung, schreibt mir eure Meinung. Für weitere Folgen 5 beste Daumen nach oben. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.